Knecht Ruprecht by Theodor Storm, read in German. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Knecht Ruprecht by Theodor Storm. Habt guten Abend, alt und jung, bin allen wohl bekannt genug. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldne Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herre Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Den Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus, vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier herinnen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind? Vater, die Kinder sind wohl alle gut, haben nur mitunter was trotzgem Mut. Ruprecht, ei, ei, für trotzgen Kindermut ist meine lange Rute gut. Heißt es bei euch denn nicht mitunter, nieder den Kopf, die Hosen herunter? Vater, wer nur sündigt, so wird er gestraft, die Kinder sind schon alle brav. Ruprecht, stecken Sie die Nase auch tüchtig ins Buch, lesen und schreiben und rechnen genug? Vater, Sie lernen mit Ihrer kleinen Kraft, wir hoffen zu Gott, dass es endlich schafft. Ruprecht, beten Sie denn nach altem Brauch im Bette Abendsprüchlein auch? Vater, neulich hörte ich im Kämmerlein eine kleine Stimme sprechen allein, und als ich an die Türe getreten, für alle Lieben hörte ich sie beten. Ruprecht, so nehme denn Christkindleins Gruß, Kuchen und Äpfel, Äpfel und Nuss. Probiert einmal von seinen Gaben, morgen sollt ihr Besseres haben. Dann kommt mit seinem Kerzenschein Christkindlein selber zu euch herein. Nun hält es noch am Himmel wacht, nun schlafet sanft, habt gute Nacht. End of Knecht Ruprecht bei Theodor Storm. Read by Ellie, November 2012.